Hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag im Herbst hier bei Stardew Valley. Wie wir sehen, hier rechts oben, 28. heißt, am nächsten Tag wird dann schon Winter sein. Deswegen, wir können heute eigentlich, ich glaube, was Feldarbeit angeht, recht gechillt sein. So, was haben wir denn überhaupt? Für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Das ist schon mal ein sehr guter Start in den Winter, da freuen wir uns. Wahrsager. Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt, der Tag liegt in deinen Händen. Da freut man sich sogar noch mehr. Und die Königin der Süßen. Die Königin der Soßen. Mein Gott, wo kam das denn her? Okay, Artischockendip. Hier ist ein angenehmer Weg, um mehr Artischocken in deinem Körper zu befördern. Ich selbst tunke nicht mal irgendetwas rein. Ich schlürfe die Soße einfach wie ein Milchshake. Lecker. Du hast gelernt, wie man Artischockendip macht. Puh. Weiß nicht, ob ich das lernen wollte. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich habe einmal in meinem Leben bisher Artischocken gegessen. Auf einer Pizza drauf. Nein. Weil ich irgendwie dachte, so Artischocken, oh, das ist ein Gemüse, das mag ich bestimmt. Weil, warum auch nicht? Gut, hat sich rausgestellt, mag ich überhaupt nicht. Also, es ist wirklich 0,0. Also war dahingehend ein Fail. So, wundert euch jetzt nicht wegen der Gießkanne, aber ich möchte unserem Hund natürlich Wasser geben. So, brauchen wir gerade sonst noch was? Nö, ich glaube nicht. Nee. Geben wir uns... Ah, der Eimer natürlich. Müssen wir uns um unsere Tiere kümmern. Eimer da. So, lalalala. Und da bellt Charlie auch schon. So, Charlie, wo bist du? Ach, da. Was sehe ich denn auf dem Boden hier gar nicht? So, hallo. Gucken wir auch mal wieder hier rein. Hier ist nichts, okay. Wobei doch, warte mal. Haha, schaut mal an. Eine Wildpflaume, die nehmen wir natürlich mit. So, hier ist noch ein bisschen Zeug reif geworden, das ist schön. Müssen wir morgen einmal alles abtragen. Oh, hier ist noch gut was reif geworden. Entschuldigt, ihr... Eventuelle Sprachfehler. Irgendwie habe ich es halt mit dem Reden nicht so. Ein bisschen Knoten in der Zunge heute. So, dann hier noch ein bisschen. Oh, ist das schön. Oh. Naja, jetzt haben wir doch ein bisschen. Es hör aber auf. Doch ein bisschen gegossen. Okay, ansonsten einmal drüber gucken. Ist nichts mehr. Da müssen wir morgen einfach den Rest noch wegmachen. Ganzen Graszeug werden wir heute auch wegmachen, weil wir füttern einmal die Tiere und gucken dann, dass unser Silo aufgefüllt ist für den Winter. So. Oh, falsche Richtung. Andersrum bitte. Danke. So, einmal Großmilch. Einmal hier noch. So, hier ist noch Futter drin. Sehr schön. Und... hier auch. Ach, guck mal. Perfekt. Dann können wir ja direkt das ganze Gras einmal wegmachen. Dann fressen die das hier sowieso. Das passt ja dann. Wir können sowieso mal gucken. Na, wir machen kurz einfach alles weg. Ist ja egal, ob das Silo schon fast voll ist oder nicht. Das Gras kann ja trotzdem weg. Alles weg. Und wie man hier links unten sieht, also wir sammeln hier schon gut noch was ein. Also im Silo war schon echt wieder was raus. So, dann gucken wir mal. Lalalala. Hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Oh, die Hacke könnten wir mal wieder benutzen. Dann noch so Bäume, die können hier ja eigentlich fröhlich weiter wachsen. Ich wollte die eigentlich mal schöner haben, aber naja. Das passiert eben, ist nicht so schlimm. Da. Und wir haben sogar ein hochqualitatives Ei. Ansonsten liegt hier nichts mehr irgendwo auf dem Hof rum, glaube ich. Cool, Steine. Die wollten wir natürlich haben. Also wir haben Sonntag. Das heißt, im Süden ist die Dame mit ihrem Verkaufswagen. Da könnten wir vorbeischauen. Machen wir heute, glaube ich, auch. Warum auch nicht? Hier hinten ist auch nichts. Okay. 207 von 240. Gegebenenfalls, wenn irgendwann mal die Tage Marnie anzutreffen ist, dann gehen wir bei ihr vorbei und... holen da noch ein bisschen Heu und kaufen halt noch ein bisschen was.
Damit wir auf jeden Fall genug haben. Da müssen wir ja nicht geizig sein, weil für die Tiere, da können wir ja gerne das Geld auch investieren, denke ich mal. So. Dann mache ich das ja einmal weg. Das muss nicht im Weg rumliegen. Und einmal Milch. Einmal Ei. Gut, die behalten wir natürlich. Dann kann man schön immer hier Gelee und so Zeug machen. Das ist unsere Wintereinnahmen. Euch auch. Und der Rest, den können wir verkaufen. Bis auf Milch und Ei. Das kommt noch hier rein. Das ist auch alles erstmal... Oh, gut voll. Ach genau, die Hexe, die wollte ich ja noch aufstellen. Jetzt, wo ich sie gerade sehe. So, dann alles da rein. Wir nehmen die Hacke hier mal mit. Falls wir unterwegs nämlich noch ein paar Dingsies treffen. Ein paar Würmer. Ich denke immer zu selten dran, deswegen nehme ich sie mal mit. So, oh, wir haben echt bunte Mischung hier. Okay, wo stellen wir dich hin? Wir stellen dich hier hin. So. Also dann, einmal in den Süden. Da ist auch die Musik wieder. Wie schön. Ich freue mich auf den Winter. Also, ich wünschte... Wir haben ja aktuell eigentlich auch Winter in Real Life, aber irgendwie klappt das nicht so mit dem Schnee. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich habe schon wieder vermasselt. Okay, ich sag's gleich. Deswegen, ich würde mir schon wünschen, wenn wir auch Schnee hätten. Also es liegt schon irgendwo in Deutschland Schnee, so ist es ja nicht. Ich würde mich irgendwie über mehr Schnee freuen. Gut, was haben wir hier? Golderz. Oh ja, da kommen wir hoffentlich in der Mine bald dazu. Wolle. Das bräuchten wir so rein theoretisch hier fürs Gemeindezentrum. Woanders. Aber ich meine, wir haben Wolle schon gekauft. Deswegen, ich will das Geld jetzt nicht unbedingt ausgeben. Ein Qualitätssprinkler, die... Dafür werden wir auch kein Geld ausgeben, weil wenn wir die Golderze aus der Mine bekommen, dann können wir die selber herstellen. Rübe. Kaufe ich mal eine von, weil die haben wir nämlich, glaube ich, nicht. Kaffeebohne. Haben wir die angebaut im Sommer? Ich kaufe vorsichtshalber noch mal eine, weil das ist eigentlich ganz cool im Sommer, da Kaffeebohnen anzubauen, weil man dann, wenn man das in ein Fass legt, selber Kaffee machen kann. Und den Stuhl brauchen wir nicht. So. Also dann einmal zurück zur Farm und dann gehen wir noch in die Stadtmitte. Hatte ich eigentlich das letzte Zeug, was ich zum Gemeindezentrum bringen wollte? Ich glaube nicht, oder? Übrigens werden wir jetzt auch im Winter uns hier noch ein bisschen bemühen, das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ich weiß, dass wir den Stall erweitern wollten. Ich würde das auch Material mal mitnehmen und gucken, ob wir das auch können. Weil dann würde ich mit dem Hühnerstall anfangen, den zu erweitern. Genau. Was ist denn die Rübe eigentlich? Gemüse, aber von welcher Jahreszeit? Ich würde jetzt mal in den Sommer reinpacken. Ich bin mir nicht sicher, aber dann haben wir die mal hier drin. Also wie die Kaffeebohne. Weil die ist auf jeden Fall Sommer oder eben Frühling. Ach guck mal, doch, wir hatten welche. Naja, haben wir ein bisschen Geld umsonst ausgegeben. Ist es aber nicht weiter tragisch, weil die kann man dann wenigstens anpflanzen. Das war die Sommerkiste und das war die Frühlingskiste, sehe ich gerade. Naja, wir lassen es mal drin. Naja, ist nicht so tragisch. Genau, das lassen wir da. Wir nehmen das Material mal mit, falls wir den Stall erweitern können. Ich weiß nicht, was wir brauchen, deswegen mal random alles. Wir holen uns noch die Axt. Ich würde sagen, wir tun nämlich hier, da unten noch ein bisschen hier... Konnten wir den auch schon fällen? Stimmt, wir konnten nur die Runden... Baumstämme fällen. Das heißt, da müssen wir noch die Erweiterung auf die Eisenaxt machen. Da haben wir aber im Winter Gott sei Dank die Zeit gut für. Ich meine, das Geld und die Materialien dafür haben wir ja auch. Und wieder ein Mahagoni-Samen. Die kriegt man doch häufiger, als ich dachte. Wobei den, wo wir eingepflanzt haben, noch gar nicht wirklich gewachsen ist.
vielleicht sagen wir pflanzen den jetzt auch einfach hier ein. Oh, guck mal, was passiert. So, also falls ihr euch wundert, es gibt noch einen besonderen Grund, warum ich gerade hier noch Hartholz hole. Weil wir haben jetzt gerade 98 im Inventar. Aber es haben wir 100. Ich hoffe nämlich, dass wir das machen können, was ich gerne hätte. Aber wir gucken mal. So, dann einmal auf zur guten Robin. Jetzt müssen wir uns aber sputen, nicht, dass wir jetzt gleich zu spät sind. So, tadam, tadam, tadam. Und das sind wir schon. Zu den Würmchen gehen wir gleich. Oh, Robin, ich hoffe, du bist zu Hause. Ja, du bist zu Hause. Hallöchen, ja, Haus verbessern. Ja, das, also die nächste Hausvergrößerung, die kostet ordentlich Geld. 150 Stück Hartholz, nee. Genau, Hofgebäude errichten. Also den haben wir ja. Den haben wir auch. Brunnen, Silo, brauchen wir nicht. Mühle, Weizen, Rüben, Reis zu mahlen. Ach stimmt, da haben wir noch keinen Stoff, das geht noch nicht. Schuppen brauchen wir aktuell noch nicht. Hütte, nee, wir machen ja keinen Mehrspielermodus. Ich habe die Eisenbahn vergessen. Pferdestall. Das war jetzt meine Idee. Ah, ich habe vergessen, dass wir dafür Eisenbahn brauchen. Okay, also ich spoiler schon mal. Ihr wisst, was die nächsten Folgen kommt. Jetzt machen wir erstmal unsere andere Mission. Und vergrößern unseren Hühnerstall. Aber, kleiner Teaser am Rande, wir werden bald ein Pferdchen haben. So. Ja doch, wir fangen mit dem Hühnerstall an. Verbessern von Hühnerstall. Ja. Bauen. So, einmal bitte da runter zu unserem Hühnerstall. Und... Puff. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, andere Verbesserungen für das Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Dankeschön. Also, jetzt könnten wir nur noch irgendwelche Sachen kaufen. Wäsche, feines Tisch. Das wäre schon praktisch, aber wir haben es ungefähr... Doch, wir haben 10.000 ist gerade ausgegeben. Kühlschrank brauchen wir nicht. Werkbank. Wenn du hier handarbeitest, hast du Zugang zu Materialien in allen angrenzenden Truhen. Das ist sehr cool, weil das ist einfach nur das Crafting-Inventar als Tisch. Und wenn man halt die Truhen so drumherum stellt, dann kann man da direkt auf das Material zugreifen. Heißt, man muss es nicht im Inventar haben. Wir craften aber noch nicht in dem großen Stil, deswegen ist das noch nicht so wichtig. Das Telefon ist neu, das kenne ich noch nicht. Kann zur Überprüfung der Ladenöffnungszeiten und des Inventars verwendet werden. Das ist cool. Dann Möbel, hier können wir... Also das ist sehr teuer, ist ein... gut, in Anführungszeichen ein Luxusgegenstand. Es gibt eine Luxusgegenstände auch, die sehr teuer sind. Aber das ist eigentlich nur, dass man halt sehr viel Geld ausgibt, damit man einfach direkt alle Möbel hat. Also nahezu steht da dran, auf fast alle Möbel. Aber das ist so ein Ding, das... Pff, ja, also wir haben eh nicht das Geld, aber das braucht man erst dann, wenn man wirklich sozusagen an dem Level angekommen ist, wo man halt viel dekorativ in dem Spiel machen kann und nicht es unbedingt auf die Story oder auf den Fortschritt gehen möchte. Dann gibt es noch verschiedene Sachen. Ofenkamin. Noch mehr Betten. Genau, wir können eigentlich ein neues Rezept kaufen. Wenn wir eh das, was gibt's denn? Steingehweg? Ziegelboden, Steinboden. Soll ich dann wirklich Boden haben? Also dann könnten wir halt schön Wege machen. Ziegelboden. Trittsteinepfad. Ein Trittsteinepfad fände ich schon schön, in gewisser Weise. Wisst ihr was, wir kaufen das? Wir kaufen uns einfach ein paar Rezepte, weil ein bisschen Geld können wir ja ausgeben. Dann, hier im Boden will ich nicht, den da will ich. Strohboden finde ich jetzt, nee. Kristallweg auch nicht. Aber, komm, wir nehmen noch den die Steinfeuerschale. Haben wir das nicht schon? Na, ich nehme die noch. So, haben wir wieder neue Rezepte, die wir craften können.
Weil das möchte ich natürlich auch angehen, dass unser Hof noch schöner wird. Aktuell ist er ja eher mehr funktional als optisch wirklich schön. Würde ich jetzt mal sagen, ich weiß ja nicht. Aber ich persönlich finde den jetzt nicht so mega schön. Noch nicht. Aber wir machen uns das natürlich gemütlich. So, nehmen wir ein bisschen Holz mit hier. Wenn wir wieder Holz bei ihr gelassen, dann können wir wieder was mitnehmen. Und da seht ihr mal, wie schnell eine Menge Steine wieder weg sind. Und auch eine Menge Holz. Also gerade wenn man baut und so oder bauen lässt. Ich meine, Robin, die baut ja. Dann verbraucht man schon wieder viel Materialien. So. Hallo. Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Das ist eine gute Einstellung. Nimmst du dir je einen Tag frei? Nö. Nö. Wenn du so fragst, eigentlich nicht. Und dann läuft die Pam. Ich gehe bestimmt schon in die Kneipe, ja. Ist schon die richtige Uhrzeit für. Hoppala. Also Geisternacht war gestern. Die war übrigens sehr toll. Ich liebe das. Also Geisternacht ist eine meiner Lieblingsevents. Genauso wie diese, wie heißt das nochmal? Das mit den Quallen. Wo man abends dann die Quallen anschaut. Das hatten wir auch. Das mag ich auch sehr gerne. Okay. Jetzt. Das ist wieder meine rechte Maustaste. Nicht wundern. Okay, Außerwürge gesucht. Die als Staubgas bekannten Monster bringen das elementare Gleichgewicht ins Schwanken. Ich wünsche, dass ein Abenteuer in die Mine geht und drei von diesen Kreaturen erledigt. Ja, nehmen wir jetzt noch nicht an, wenn es morgen noch da hängt. Nehmen, oder wenn ich dran denke, dann nehmen wir es an, weil wir dann auf jeden Fall in die Mine gehen werden oder können. Je nachdem, was so morgen ansteht. Aber können wir hier mal nochmal gucken? Haben wir überhaupt gerade irgendeinen Auftrag? Gut, abgesehen von dem. Das ist immer noch das mit dem weißen Thunfisch. Nee. Und die Käfer haben wir auch nicht. Gut, ich hoffe, da ändert sich noch mal was dran, damit wir da was machen können von. Wobei das mit dem Thunfisch vielleicht sich ändern könnte. Ich weiß gar nicht, wann man den fischen kann. Irgendwann brauche ich, glaube ich, mal so eine Stardew Valley Wiki. So eine private für mich. Mit den Fischen. Weil ich ehrlich gesagt nie eine Ahnung habe, wann man welchen Fisch fischen kann. Das ist irgendwie nicht so in meinem Kopf drin. So, machen wir hier auch noch ein Bäumchen weg. Also der Tag heute, beziehungsweise die Folge heute wird recht entspannt, wie gesagt. Ende vom Herbst, da muss man nicht mehr so viel Energie reinstecken. Eigentlich grundsätzlich nie am letzten Tag vom Jahr, vom der Jahreszeit. So, das war doch schön. Den lassen wir wachsen. Und dann mal geht's wieder ab zurück. So, einmal das und das. Ah, ich wünschte, ich hätte an die Eisenbarren gedacht, weil das wäre jetzt schon schön gewesen, da auch den Pferdestall zu machen. Hast du irgendwas vergessen, wieder reinzulegen? Aber deswegen, das kommt dann auf jeden Fall in den kommenden Folgen. Also dadurch, dass das erste Hühnerstall dran ist, würde ich mal schätzen, eher so in 3, 4 Folgen werden wir uns dem widmen, wenn ich dran denke. Zur Not mich dran erinnern, dann denke ich wahrscheinlich noch eher dran. Aber dann haben wir nämlich das auch. Das ist nämlich sehr cool, das finde ich schön. Vor allem, wenn wir genug gehabt hätten. Oh, das ärgert mich jetzt erst recht. Wir müssen übrigens demnächst mal einen Ausflug machen zum hier Museum. Vielleicht soll ich die Sachen einfach direkt in mein Inventar legen. So, einmal Jade noch. Die Geoden könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Davon was. Ich war schon lange nicht mehr im Museum. Ich mir das hier gerade angucke. Dafür brauchen wir nix. Schmeißen wir es aber noch einen rein. Also ich glaube, wenn ich die Sachen im Inventar habe, dann weiß ich auch, dass ich die dahin bringen will. Gut. Müssen wir uns echt hier mal hübsch machen. Also was ich mir halt gedacht habe, ist, dass wir später mal den Hof hier eher dekorativer gestalten. So, dass wir hier direkt so vom Haus, also vielleicht irgendwann nochmal einen Schuppen oder so. Und dass wir hier so linksseitig auf jeden Fall unsere Felder behalten, wie wir sie jetzt angelegt haben. Ich finde die Größe sehr passend.
Und dass wir hier hinten uns noch überlegen, was wir machen können. Genau, und hier hinten oder hier unten ist ja eh Tierparadies. Da müssen wir nur noch irgendwann gucken, ob wir das die Gebäude verschieben können. Damit die noch einen Ticken weiter drin sind, weil durch den Baumstamm ging es ja nicht. Aber da hatte ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich müssen wir den, also sehr wahrscheinlich müssen wir den wegmachen. Das heißt, Axt aufrüsten, die den Baumstamm wegmachen, dann zu Robin und dann die Gebäude verschieben. Dann klappt das, glaube ich, auch. Heißt, das ist auch noch so ein dekoratives Ding, was wir noch machen werden. Genau, und hier wird dann irgendwas angelegt. Vielleicht auch so, was ich, Blumenfelder oder irgendwas in der Art. So, dann wollte ich erst noch gucken. Wir haben inzwischen allerlei Crafting-Rezepte. Wir haben ja auch welche dazu gekauft. Eine Steintruhe. Was ist das hier? Ew, Käfersteak. Ach, das kann man essen? Witzig. Glühsteinring? Oh, den findet man normalerweise aber auch. Aber vielleicht mache ich den auch. Weil der ist sehr cool. Wenn man den drauf hat, dann hat man immer in einem bestimmten Radius, steht ja auch da, Licht. Das ist sehr angenehm. Vor allem in den Höhlen, wenn es komplett dunkel ist. Genau, die Holzfeuerschale, die haben wir schon. Und jetzt haben wir die Steinfeuerschale. Okay, und Kriegerring, jo. Ah, das sind die Köder. Da können wir aber noch nicht so viel mit anfangen. Hier haben wir noch unsere Wege, Transitpfad, Pflastersteinpfad. Dann hier die Sprinkler, die werden wir machen. Auf jeden Fall. Die Iridium springt auch noch nicht, weil einfach wir haben noch keine Iridium-Barren, so weit sind wir nicht. Batterien, ja, da würden wir rankommen, aber hier halt, die Iridium-Barren, das ist noch nicht ganz. Die Ölpresse, die müssen wir noch machen, da fehlt uns aber noch ein Goldbarren. Sobald wir den aber haben, haben wir die auch. Genauso wie den Saatguterzeuger, weil wir können, wenn wir da diese Rübe, die wir heute gekauft haben, reintun, davon die Samen bekommen. Und das fände ich sehr cool, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel Samen der ausspuckt. Ich hoffe zwei, weil dann hat man halt direkt zwei Pflanzen, die man dann da rausbekommt. Aber sobald wir Goldbarren haben, ist das hier unser Ziel. Gut, dann würde ich auch sagen, für heute war es das erstmal. Habt ihr mal ein bisschen so einen Ausblick bekommen, was uns künftig erwartet. Zum Beispiel hier auch noch Licht machen. Würde ich sagen, ab ins Bett. Gute Nacht, Charlie. Und gute Nacht. Heißt, es wird auf jeden Fall in der nächsten Jahreszeit jetzt im Winter doch, glaube ich, viel passieren. So. Und Tag 1 im Winter, Jahr 1. Hui. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ihr freut euch auch auf das Kommende. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.